Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino Katzen zusammen mit Feuerschatten auf meiner Schulter und euch im Video. Also, beziehungsweise halt, dass ihr jetzt gerade zuschaut, ne? Ich bin auf jeden Fall dabei und Feuerschatten ist dabei. Hallo Feuerschatten, schön, dass du da bist. Hallo Feuerschatten. Und wir haben letzte Folge unsere zwei Skorpione benannt und haben natürlich noch eine Menge mehr zu benennen, haben gestern aber auch angefangen mit ein bisschen Stromgedöns. Und zwar wollen wir gerne einen Refrigerator bauen, dafür brauchen wir aber mehr Electronics. Und da müssen wir uns gerade mal gucken, ob wir uns denn, wenn wir alles haben, theoretisch die ganzen Sachen noch leisten können. Denn wir haben gar nicht so viel Electronics und das ist ein bisschen schade. Uns fehlen hier Kristalle. Kristalle kriegen wir hin. Kristalle müssten hier in der Truhe sein. Wenn ich mich nicht ganz super täusche. Ist das hier? Da sind sie drin. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Hui! Flupp. So, bitteschön. Hier noch Kristall dazu. Und dann können wir hier kurz einen Refrigerator bauen. Hierfür bräuchten wir jetzt noch mehr Electronics. Bedeutet, wir müssen uns mal gerade gucken, wie können wir denn Electronics herstellen. Und ich glaube, der Verbundsmaterial Electronic wurde durch Metallbarren noch. Genau, Metallbarren. Zack. 100 reichen uns da locker. Denn wir haben hier ja nur 60 von den Perlen drin. Theoretisch können wir auch einzelne Perlen rüberziehen. 2, 3, 4. Ja, dann haben wir es passgenau. Ich könnte es auch einfach direkt rüberziehen. So, genau. So, Verbundstoffe und alle Electronics, die wir noch herstellen können, sind wieder 20 Stück. Ist jetzt nicht so die Höhe, aber ein bisschen was ist es trotz alledem. So, wir haben eine Menge Sachen. Zum Beispiel haben wir auch noch ein paar Narkotikbirnen. Interessant, dass wir damit nochmal was herstellen können. Wundervoll. Stimberries haben wir auch. Das ist ja relativ irrelevant für uns. Du kannst rüber, weil wir haben hier eine Menge drin. Ich sehe gerade, ich habe auch dieses Zeug noch irgendwie dabei. Ich weiß nicht warum. Ein Tree Trap haben wir auch noch dabei. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt in unserem Inventar. Können wir gerade mal ausmisten, nicht? Hallo Amadeus, der Apfel, du kleine Göckerli. So, wir hauen ebenfalls unseren Refrigerator, den wir haben. Hauen wir jetzt hier irgendwo hin. Ich würde mal sagen, ich haue den hier hin. Denn direkt am Generator, der ist ziemlich weit nach hinten. Das ist irgendwie, der ist riesig immer. Was hat er denn für eine Möglichkeit? Aufheben, umbenennen, abreißen, PIN-Code entsperren. Okay, wunderbar. Der müsste eigentlich verbunden sein, sobald der Generator hier an ist. Das Problem ist, wenn wir den anmachen. Oh. Ich dachte, der ist übel laut, aber ist er gar nicht. So, wir können hier theoretisch einfach alles reinschmeißen, was wir reinschmeißen können. So Richtung Holz und so weiter. Und da würde ich gerade mal Blitzdrachi fragen, möchtest du uns eventuell ein bisschen was von deinem Zeug geben hier? Weil du hast ja schon so ein bisschen was dabei. Ich glaube, wer war noch jemand, der eine Menge Fleisch hatte? Ne, wir haben noch den Ziegenbock hier irgendwo in der Umgebung, den wir uns importiert haben. Dann hauen wir das dann nämlich rein. Oh, verdorbenes Fleisch läuft sofort ab anscheinend. Oh ne, der ist einfach wieder komplett voll geworden. Oh, hier. Also die Sachen dauern jetzt ein bisschen länger, bis sie kaputt gehen. Das hier zum Beispiel einen kompletten Tag, das ist halt schon hart. So, dann gehen wir mal kurz auf Reuven, würde ich sagen, weil du bist ja eigentlich ein ziemlicher Rasierer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir gehen auf Gamma 4, weil wir jetzt gleich die Base verlassen. Gamma 4 und wir gucken kurz nach unserem kleinen Bock, der hier irgendwo rumdackeln müsste eigentlich. Der dürfte eigentlich nicht tot sein. Er müsste hier noch irgendwo sein. Ich weiß nur nicht wo. Wenn er nicht von irgendeinem großen Dino gefuttert wurde. Aber eigentlich haben wir den extra an unserer Base abgestellt, weil hier nicht so ein weites Entkommen ist, theoretisch. Naja, wir gucken kurz. Vielleicht finden wir ihn hier unten ja irgendwo. Oh, das hätte wehgetan gleich. Das wollen wir natürlich nicht, dass du da Schaden kriegst. Oh, das tut jetzt auch gleich weh. Oh, war das knapp. Uiuiui. Für die Leute, die sich fragen, warum man das macht, Ark ist ein super Spiel und wenn man das tut, stirbt sein Dino nicht. Also wenn ein Dino runterfällt, stirbt er nur, wenn du drauf sitzt. Und wenn du rechtzeitig abspringst, kannst du theoretisch jeden Berg runterjumpen. Komplett irrelevant. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass der Bock uns eigentlich gar nicht so schnell entkommen könnte? Das kann ja sein, das bringt uns noch nichts, weil er ist weg. Er ist nicht hier. Oho, erstmal hier hoch. Wir kommen ja nicht hoch. Da ist der Bock! Was? Ich hab den gar nicht gesehen. Okay, warte, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wir gehen einfach hier lang. Hopp rüber. Hi!
Ich wollte dich sowieso gerade umbringen. Danke. So, komm, gib mir das rohe Hammelfleisch. Das müsste ja ein bisschen was geben. 36. Eine Menge Leder, eine Menge Pelz. Das sind absolute Pelzmaschinen, das Viech. Fast 60? Fast 70? Schaffen wir die 70? Wir haben die 70 geschafft. Wundervoll. Das Zeug brauchen wir nämlich immer wieder. Ist besser als Prime Meat. Früher war Prime Meat das Nonplusultra vor Kibble. Mittlerweile ist das gar nicht mehr der Fall. Das ist so relativ interessant, dass so ein paar... Okay, das war knapp gewesen. Hätte ich abspringen müssen. So, und das schmeißen wir jetzt nur noch in den Refrigerator. Bedeutet, wir hauen das Zeug in den Kühl zu dem Schrank und dann bleibt das Zeug kühl wie ein Schrank. Also auf jeden Fall eine coole Geschichte, würde ich mal behaupten. Wir müssen ein bisschen in Ausdauer gehen. Mir nervt das, dass der keine... Wow, 50er Boost pro Ausdauerlevel? What? Das Ding ist Monster. Das Ding ist ein absolutes Monster. Heiliger Joghurtbecher, ey. Du bist ein ziemliches Monster, Mate. Du bist ein ziemliches Monster. So, da, Reuven, ab in die Ecke mit dir. Wo du hingehörst, und zwar nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil du in dieser Ecke unsere Bastion bist, die unseren Dünger verteidigt, okay? Du bist sozusagen die Scheißverteidigungskatze. Das ist, du bist krass. Ja, und ich häng fest. Das war super, mich da so... So, jetzt. Wunderbar. Wir hauen hier das komplette Hammelfleisch mal rüber. Das, obwohl wir können einfach Hammel und dann können wir einfach Trade All. So, dann haben wir alles Hammelfleisch und dann können wir das auch genauso in den Refrigerator packen, indem wir hier einfach Hammel und alles rüber. So, wie lange hält das Hammelfleisch hier drin? Ebenfalls über einen Tag. Das ist awesome. Bedeutet, wir können damit regelmäßig zählen. Das ist cool. Wir haben eine Menge Pelz noch mitgekriegt. Das ist auch gut. Können wir ab und zu auf jeden Fall mal gebrauchen. Gehen wir mit dem Gamma wieder runter. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es mittlerweile ist, aber das müsste trotzdem von der Helligkeit her einigermaßen passen. Unsere Fiomia hat noch Futter drin und hat im Notfall auch die Futtertröge. Wir haben hier Fertilizer. Haben wir schon mehr Narco-Berries drin? Nein, es sind nur 30. Wir brauchen ein wenig mehr, um da mehr zu kriegen, aber das passt dann auf jeden Fall. Wir brauchen mehr, um mehr zu kriegen. Ich bin ein Profi, wenn sowas, wenn es um sowas geht. So, was wir jetzt machen, ist das hier abreißen. Und das Ganze mal noch ein bisschen verändern. Denn wir haben ja eigentlich eine komplette Base hier oben, die wir noch ausbauen müssen. Und die Holzbarrikaden beschränken uns so darauf, ja, wir sind nur in dem Bereich. Aber das soll ja eigentlich alles uns gehören. Das ist super, dass ich auf dir jetzt bugge. Auf dem einzigen ohne einen Sattel bugge ich jetzt. Könnt ihr mich kurz... Kannst du mich kurz retten, Atomadler? Wäre das möglich? Das ist super nett. Es hat mir nicht geholfen. Würdest du... Kommst du her? Ja, feiner Atomadler. So ein feiner. So, dann darfst du da unten stehen bleiben. Oh, das war falsch. So. Und dann passt die ganze Geschichte nämlich auch. Da hauen wir nämlich... Okay, das haben wir alles schon. Da hauen wir nämlich das ganze Zeug hier wieder rein. Und müssen mal gerade gucken, haben wir dann schon eine S-Plus-Holzbarrikade? Wurden Spike Wall. Ich hier. So. Spike Wall. Wie viele davon können wir gerade bauen? Das ist jetzt die Frage. Nicht so viele. Zwei bloß. Uns fehlen Fasern und uns fehlt Holz und Leder ebenfalls. Uns fehlt also alles drei. Holz kriegen wir hin. Darf mal so. Das müsste ich gerade noch so bewegen können. Ja, genau. 840 sollten reichen. Leder sollten ebenfalls genug da sein. Leder und Fasern ebenfalls mit 2000. Und dann hauen wir hier mal mehr von den Barrikaden rein, würde ich sagen. Herstellung Sonstiges, würde ich sagen. Nee, ist nicht bei Sonstiges. Dann bei Holz. Ja, bei Holz ist es. 21, das klingt jetzt erstmal noch viel, aber es ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Denn die Holzbarrikaden werden nicht mehr unsere Base direkt schützen, sondern werden hier oben aktiviert sein. Die Holzbarrikaden werden dazu da sein, dass wir von da oben keine Dinos auf uns runterfallen haben. Hier an den Seiten und sowas, dass hier Argentavisse oder sowas drin landen, das kann immer wieder mal passieren. Das können wir auch nicht unterbinden, dafür haben wir uns einfach eine zu beschissene Position dafür ausgesucht, als dass wir keinen Argentavis haben würden. Aber wir können unterbinden, dass wir die gesamte Zeit über von den Viechern dezimiert werden, die da kommen. Hier unten kann ein Tor rein. Das beschränkt schon mal die Viecher, die von da unten kommen können. Und da vorne kann ebenfalls ein Tor rein. Das auch wieder beschränkt, genauso wie da theoretisch ein Tor hin kann. Und dann haben wir hier eigentlich ein relativ chillig abgesetztes Ding. Das Problem ist, wir brauchen ein Behemoth-Tor, fällt mir auf. Behemoth. Und das ist extrem teuer, um das euch mal ganz kurz zu zeigen. Was so ein BM auf Torbogen kostet. 450, 450, 450. Und da ist noch nicht die Tür mit dabei. Und wir brauchen mehrere davon. Bedeutet, wir brauchen mehrere tausend. Wir brauchen 1350 Holz. Alleine
Zweimal. Bedeutet, wir brauchen 2700 Holz insgesamt. Was ja schon eine Menge ist. 2700 Holz. Weiß ich gar nicht, ob wir so viel Holz mittlerweile schon irgendwann mal zusammengetragen hatten hierhin. Wenn ja, dann wäre mir das auf jeden Fall neu. 2700 Holz. Mehr Wood. Die Fasern dürften nicht das großartige Problem sein. Wir hatten einen 10.000er-Stack bis vor kurzem noch irgendwo rumfahren. 2700 Holz, wow, ich hab genug. Ja, Katja ist schon wieder voll im Bilde. Ach komm schon, Gamma 3, ich finde hier drin ist gerade ein bisschen dunkel. Da, so, 2700 haben wir jetzt hiervon schon mal drin. Wir haben aber sicherlich nicht genug Stroh. Da haben wir 1200 und wir haben den 10.000er-Stack, der 100 kostet. Da können wir das mal gerade alles hinlegen. Also wenn wir jetzt theoretisch aus Stein ein Behemoth Gateway holen sollten, wir brauchen gar keine Fasern. In einen Lappen. Wir brauchen Steinis und das ist ein Problem. Steinis haben wir nicht. Bis auf 2000. Es ist so ärgerlich, dass ich nicht weiß, was wir haben. In Minecraft wüsste ich das. Ich bin ein Noob in diesem Game. So, davon nochmal kurz die Hälfte. Batz, jetzt haben wir wie viel hier? 1325, das bedeutet, uns fehlen noch nochmal genauso viele, wie wir eigentlich hatten. Das reicht nicht für alle Türen, aber es reicht schon mal für alle Tore, würde ich behaupten. So, Stein, upsala, das hat gut funktioniert. Stein, Behemoth Gateway. Das ist jetzt die Frage, Stone Gateway oder Behemoth Gateway? Das ist der, den wir brauchen, der Behemoth. Eins, zwei, wir können den dritten nicht mal bauen, was fehlt uns? Stroh fehlt uns, okay, das ist machbar. Im Biber müsste noch Stroh sein. Biberlein, wo bist du? Du bist kein Biber. Oh wow. Das hat er viel gebracht, das war eine Menge Stroh. Husten. Und es hat gereicht. Faszinierend. Und das ist auch gar nicht so... Oh lol, was war das denn jetzt gerade für ein Sound? Okay. Das war ja jetzt nur dezent erschreckender Sound gerade. So, dann gucken wir gerade mal, wo stellen wir hier denn theoretisch jetzt dieses Tor hin, damit es nicht irgendwo im Weg steht und wir trotzdem mit den Dinos noch problemlos durchkommen. Die Frage, wenn wir K drücken, dann F5, Entschuldigung, dann haben wir die Möglichkeit, das so zu platzieren, dass wir das sehen von der Seite, wenn wir rauszoomen. Oh, weiter können wir gar nicht mehr rauszoomen. Also dieses Ding ist riesig und ich glaube, so wie es jetzt steht, ist es auch schon gar nicht so schlecht. Wir sollten es eventuell so hinstellen. Ja, wir können es ja wieder aufheben, es ist ein S-Plus-Gegenstand, aber theoretisch, ja, wir können es aufheben. Wir können es theoretisch nutzen, das ist schon mal cool. Es ist ein riesiges Tor, also da kommt auch ein Bronto durch, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, ein Giga könnte Probleme damit haben, da durchzukommen. Aber auch schon alles, was da theoretisch dann Probleme hat, durchzukommen. Du musst auch mal gerade weg. Jetzt ist die Frage, habe ich hier das Tor jetzt falsch platziert? Ist hier irgendeiner von den Steinen nicht abbaubar? Ist hier irgendeiner von den Steinen abbaubar? Nee, ist er nicht. Wunderbar. Atomadler, komm mit, kleiner Mann. Da können wir gerne mal wieder ausmachen. Jetzt müssen wir gerade die ganze Zeit hin und her switchen. Hier ist halt die Frage, machen wir einfach nur eine Wand hin, die dann mit den Steinen in eine natürliche Wand übergeht? Oder machen wir hier ein Tor hin? Weil wir müssen hier eigentlich so gut wie nie rüber. Wir haben hier auch theoretisch nichts, wo es sich lohnen würde, hinzugehen, soweit ich weiß. Also wenn wir hier langlaufen, dann kommen wir lediglich hier raus, wo wir halt theoretisch, wie gesagt, nichts zu tun haben. Das Einzige, was möglich wäre, wäre, wenn wir hier eine Treppe raufmachen würden, was aber Ultra-Verschwendung wäre, weil wir das auf der anderen Seite ja theoretisch viel effizienter machen könnten und dann in unserer Base unter eine Treppe haben. Also das ist nicht so das Wahre. Ich würde sagen, wir machen hier oben auf jeden Fall nochmal einen Behemoth Gateway hin. Dafür müssen wir aber ganz kurz hier abbauen und gucken, welche von den Steinen hier abbaubar sind, damit wir theoretisch in etwa einen Überblick haben, wo wir das Ding jetzt effizient hinstellen können, ohne dass es uns im Weg steht. Bin mir nicht sicher. Wie machen wir das dann am blödesten? Also das Ding hier liegt auf jeden Fall auf dem Boden. Das nervt halt. Und ja, wir müssen dann theoretisch noch eine Mauer bauen. Gleich müssen hier eine Katzen-DDR erschaffen, so wie es aussieht. Das ist nicht so gut. Hier auch noch? Ja. Wir haben keine Steine, mit denen wir hier direkt arbeiten können. Wir können theoretisch also nur mit dem Vorsprung hier direkt arbeiten. Bedeutet, wenn wir nicht wollen, dass die hier irgendwo hin können, dann müssten wir
hier hinstellen, das Tor. Wir das Tor eben so irgendwo hinstellen. War das so? Ich bin mir nicht sicher. Oder sollen wir es doch hier vorne machen? Da haben sie ein schwierigeres Ding drüber zu kommen. Ja, ich denke hier so. Oh, das ist natürlich jetzt super nice, wie das hier aussieht. Das nervt mich. Aufheben! Wieder direkt mitkommen. Ja. Das werden wir hier noch 13 Mal platzieren, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Kann ich damit leben? Nein, kann damit nicht leben. Kann damit nicht leben, Menschen. Geht einfach nicht. Ja, wie machen wir das denn hier am blödesten? Machen wir überhaupt ein Tor hin? Sollen wir hier wirklich noch ein Tor hinmachen? Brauchen wir den Weg hier rechts nach oben? Glaube nicht, der führt ja nirgendwo hin, wo wir hinwollen. Theoretisch könnten wir ja auch einfach eine Mauer ziehen. Die würde uns vor den Dinos schützen, die wir nicht wollen. Ja. Dann können wir unsere Behemoth Gates da unten nämlich einsetzen. Wie sich das gehört. Komm mal ran auf den Meter. Komm. Drei Fuß, Katze. Adler? Komm schon her. Meine Adler. Komm. You're fine. Wuhu. Unten durch. Und dann passt die Geschichte. Hier unten können wir ja theoretisch, wenn wir oben alles abgeschrägt haben, mit Spikes oder mit Metal Spikes oder so, brauchen wir eigentlich nur noch das Tor nach da. Wir brauchen das Tor nach da hinten und dann passt die ganze Geschichte. Wir gucken mal gerade, was wenn wir jetzt hier ein Tor hinstellen wollten. Wir haben hier Zaunfundamente, bedeutet, es kann sein, dass dieses Tor jetzt hier irgendwo ansnappt. An Zaunfundamente. Es snappt wirklich an. So, also es snappt hier wie gesagt an. Wir könnten also theoretisch das Tor so hinstellen. Passt mir das so? Ja, das ist für mich in Ordnung. Jetzt ist halt nur die Frage, welche Fundamente brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, das hier können wir zum Beispiel jetzt... Wir können die auch einfach komplett hiden. Dann sehen wir sie nicht mehr. Da bauen wir jetzt einfach eine Wand drüber. Genauso wie hier. Ich glaube, da muss der Stein hier wieder weg. Tut mir leid, Pteradon. Was da gerade noch drauf? Da bist du. Level 74. Hast du in letzter Zeit darüber nachgedacht, getamed zu werden? Nicht? Überleg dir das nochmal. Ich finde das eigentlich ganz gut, wie du nämlich gerade so da liegst. So, dich könnte man ja kurz mal tamen. Juhu! Wir haben einen neuen Pteradon. Level 74. Ist auch okay. So, die Spikes mitten innen drin müssten jetzt eigentlich auch fertig gecraftet sein. Die haben wir schon vor einer Ewigkeit theoretisch gecraftet. Genau, das können wir alles weghauen. Dann können wir das Tor gerade mal wieder zurückgeben. Das brauchen wir nämlich gerade auch nicht. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Stroh, Stein, Metall, Metall, da. So, Wände. Wie viele Wände kann ich denn gerade bauen? Eine Menge, oder? Wenn ich jetzt 100 craften wollte, dann habe ich 100 gecraftet. Okay, das kriegen wir also auch problemlos hin. Wundervoll. Was brauche ich noch? Matten, genau. Den wollte ich jetzt gerade holen. Was wir hier jetzt reingefarmt haben. So, das reicht uns dicke für den netten kleinen Freund da unten. So, Atomadler, komm. Lass mal runterfliegen. Sturzflug, Katze. Miau, Bat. Oh, ich habe ein allgemein neues Level-Up, das ist cool. So, wir hauen hier in den Motten rein. Dadurch wird er halt schnell getamed, weil, wie gesagt, es gibt nur Kibbel ist besser. Ja. Und dann können wir jetzt gerade mal ganz kurz oben gucken, wie wir das da handhaben. Ich würde das ehrlich gesagt so handhaben, dass wir hier so Spike Barricades aufstellen würden. Damit wir hier das Problem nicht haben an der Kante, theoretisch. Das ist jetzt die Frage, wie können wir die hier platzieren? Können wir die hier effizient platzieren? Also wenn wir jetzt hier irgendwo, sagen wir gehen hier direkt hin und machen hier die Wand so quer. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe gehört. Ich meine, der Adler könnte es gewesen sein, mal wieder. Wenn ich mich wieder von meinem Adler erschrecke. Wäre ja möglich. Wäre ja nicht das erste Mal. So. Wäre nicht das erste... Oh, das ist schön, dass sich das so verbinden möchte. Das möchte ich aber gerade mal so nicht so.
Oh wow, es will sich wirklich die ganze Zeit verbinden. Aufheben. So. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier irgendwo eine gerade Situation herkriegen. Komm, eine gerade. Gerade. Das ist gerade. Kann ich dich jetzt hier einfach dran setzen? Kann ich. Das sieht zwar komisch aus, aber es geht. Auch mit darüber. Wunderbar. Und da unten drunter kommt theoretisch nur ein kleiner Dino durch wie ein Dilo oder so. Und von da oben kommen ja Dilos jetzt eher selten so. Habe ich mal gehört. So. Das ist gut, dass die snappen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich damit noch ein bisschen was arbeiten können. Mit der Tatsache, dass die snappen. Habe ich aber nicht auf dem Schirm gehabt. So. 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 Das sieht jetzt alles ein bisschen komisch aus, weil es auch komisch ist. Aber es sollte eigentlich dazu beitragen, dass von da oben, wenn was runterfällt, das Zeug nicht direkt runter in unsere Base laufen kann. Und das müssen wir ja lediglich nur vorne bis nach vorne durchziehen, so ein bisschen. Oder wir brauchen ungefähr nochmal die gleiche Anzahl an Spikes und dann müsste das eigentlich passen. Frage ist, haben wir nochmal so eine Anzahl an Spikes hier vorbereitet? Wir haben noch 12. Ja gut, 12 sollen erstmal reichen, damit können wir arbeiten. Wäre auf jeden Fall praktisch. Komm schon, gib Gummi. Gib Gummi. Ah genau, wir hatten auch ein Level-Up. Wir gehen wieder auf Traglast für uns. Traglast, ich hätte auch oben einfach wechseln können auf du. Level 74. Gucken wir mal gerade. Level 74. Wir haben freigeschalten den Rex-Sattel. Und da unten kommen nochmal zwei neue Sachen. Cool. Ja, du bist ein Greifer. Du machst die ganze Zeit... Ein krasser Dino, ey. Ein krasser Dino. So. Können wir hier auch unten drunter? Ne, können wir nicht. Bedeutet, wir müssen so arbeiten. Arbeiten, yes. Kommt so, das geht nicht. Das will er nicht. Hier will er nicht so arbeiten lassen. Ne, wir müssen aber trotzdem hier den Teil noch absafen. Theoretisch ja nicht ewig weit, eigentlich nur bis hier vorne. Ich glaube hier, der ist kaputtbar. Kaputt machbar, genau. Leute, wir müssen theoretisch nur den vorderen Teil hier safen. Ah, wie man das halt am blödesten macht, ist halt so eine Frage. Das müssen wir vielleicht irgendwann mal im Stream machen, dass wir das hier noch komplett auskebeln. Aber es sollte eigentlich eine machbare Sache sein, meiner Meinung nach. Ja, komm, hör mal auf zu snappen. Genau, mit G gedrückt geht das, dass wir aufhören lassen zu snappen. Da kommt nämlich jetzt auch kein Dino durch, theoretisch, der groß genug ist, um uns da unten Ärger zu machen. Du solltest vielleicht in diese Richtung gucken. Genau. Okay, das ist, wir müssen hier. Nick, auch du bist dahin gebaut. Faszinierend gut. So, und einen müssen wir noch. Den können wir hier einfach so hinstellen, würde ich sagen. Doch der letzte, oder? Den wir jetzt gerade haben. Den können wir gerade gar nicht platzieren. Das ist der sechste, den wir haben. What the fuck? Alter. Snapping disabled. Wir müssen den hier irgendwo hinstellen können. Snapping disablen, bitte. Dankeschön. Auch du musst irgendwo hin. Snapping disabled. So, haben wir hier. Den kann man nicht abbauen. Bedeutet, hier ist alles safe soweit. Das sieht bestimmt alles schrecklich von unten aus, aber es wird funktionieren, so wie es jetzt gerade ist. Hier können die Leute halt immer noch runterspringen, theoretisch. Aber dafür müssen sie hier halt irgendwas jagen. Bin mir nicht sicher, ob wir hier dann das Problem haben werden, dass die da runterkommen wollen oder nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir das theoretisch irgendwann mal verhindern müssen, wenn wir dann hier die Probleme haben. Bedeutet, wir fangen einfach jetzt schon an, das zu verhindern, dann haben wir nicht das großartige Problem. So. Mit G übrigens lasse ich das Snappen aus. Für die Leute, die sich das gefragt haben sollten. So. Eine große Wand, die das verhindern soll.
Und ein großes Tor, würde ich mal auch behaupten, Leute. Das ist auf jeden Fall ein nicht ganz so kleines Tor. Das sieht auf jeden Fall schon mal anders aus, würde ich mal behaupten. Da haben wir auch das Thumbnail für die heutige Folge. Und Menschen, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich ein Dino benennen. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn der Dino benannt wird. Bis gleich. So, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, wir sind wieder zurück und wir gucken uns jetzt gerade mal um und sehen, hier ist einer von den Pterodons umbenannt und hier ist unser kleiner Dimorphodon umbenannt. Du heißt doch so, oder? Dimorphodon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr beide jetzt tolle neue Namen und zwar beide Namen diesmal von Nadine Nadel. Und zwar heißt unser Pterodon jetzt Skull. Das war eigentlich ein Name, der für ihn gedacht war, aber er hier heißt dafür jetzt Francis. Ist nämlich auch einer seiner Vornamen, beziehungsweise einer der Vornamen, die für diesen Dino vorgeschlagen wurden. Ist ein Weibchen, ich weiß, aber ja, ganz ehrlich, das ist, was sind Namen heutzutage schon? Ja, kleiner Mann, ja, fein. So, also, das sind die Namen unserer Dinos hier. Schreibt mir, wie gesagt, Namensvorschläge immer schön in die Kommentare, dadurch kann ich das dann weitermachen. Und ja, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin erstmal, ciao. Wiedersehen. Throw your canes up.